Unsere Geschichte beginnt an der Astralakademie, der größten Zauberschule im Königreich. Die Akademie bewahrte viele magische Geheimnisse. Und die Zauberer hatten geschworen, sie zu hüten. Eines Tages versuchte ein schreckliches Monster, das Eingangstor zu durchbrechen. Lasst mich rein! Wie seltsam! Das Monster ist immun gegen unsere Magie. Nach allem, was hier in letzter Zeit vorgeht, glaube ich allmählich, dass wir Hilfe von außen benötigen. Ich werde frei sein. Lasst uns Hilfe holen. Wir brauchen unsere Helden. Königreich steckt in Schwierigkeiten. Wer könnte da helfen? Aber natürlich die drei Helden aus unserer Geschichte. Amadeus, Pontius und Soja. Früher hatten die drei ein ganz normales Leben geführt. Damals bestimmten ihre Taten noch nicht das Schicksal ganzer Königreiche. Zumindest nicht, bis ein schicksalhafter Fund ihr Leben für immer veränderte. Denn sie fanden den Trine, das Artefakt der Seele. Damals war Pontius, ein tapferer Ritter und Beschützer des einfachen Volkes, mitten bei der Arbeit. Er verfolgte einen Dieb, der einer armen Bauernfamilie ein Schaf gestohlen hatte. Dieser Tu-nicht-gut muss sich hier irgendwo verstecken. Ich werd ihn kriegen. Sonst will ich nicht länger Pontius der Mutige heißen. Anblick möchte man einfach loslaufen und zugreifen. Es sind doch bestimmt Kobolde in der Höhle. Lass das Schaf frei, dann lass ich dich gehen.
Oh, aber das ist doch mein Schaf. Ihr müsst mich verwechseln, guter Herr. Also es tut mir leid, dass ich dir gedroht habe. Mein Fehler. Du hast hier nicht zufällig ein Schaf gesehen, das so aussieht wie deins. Es wurde von einem Kobold gestohlen, der dir verdammt ähnlich sieht. Nun, wisst ihr, ich habe dieses Schaf ganz woanders gestohlen. Du lumpiger Dieb! Ja. Verfluchter Kobold! Gut, dass ich meinen alten Drachenschild habe. Ja. Ich weiß, meine Pfunde einzusetzen. No!
Da ist der verfluchte Dieb. Das arme Schaf wird noch als Koboldfraß enden, wenn ich nichts unternehme. Messer und Gabel weg! Das Schaf kommt mit mir zurück nach Hause! Das war ihr Ende. Jetzt bist du frei. Während Pontius der stärkste und mutigste unter den Helden war, sah es bei Soja ganz anders aus. Soja verließ sich auf ihren Bogen und ihren Enterhaken, um sich Ärger vom Leib zu halten. Auch war sie auf ihre Art durchaus mutig, doch diese war eigennütziger und weniger ehrbar. Soja war schon eine Diebin, lang bevor sie zu einer Heldin wider Willen wurde. Doch in den letzten Jahren hatte sie immer weniger daran gefunden, die Reichen zu bestehlen. Stattdessen interessierte sie sich für ferne Länder und deren alte, vergessene Ruinen und Schätze.
Da haben wir ja meine Beute. Komm her, du kleines Dschungelhuhn.
Na, endlich. Was war das? Der letzte unserer drei Helden war Amadeus. Als junger Mann hatte er immer davon geträumt, ein mächtiger Zauberer zu werden und die Leute zu beeindrucken. Doch die großen Feuerbälle bekam er nie richtig hin. Dafür konnte Amadeus Kisten herbeizaubern wie ein Weltmeister. Und zu seinem Glück stellte sich dieses Talent als nützlicher heraus als erwartet. Amadeus der Zauberer war im wohlverdienten Urlaub und beobachtete Riesenschildkröten mit seinem Weib Margaret und seinen drei Kindern. Das Weib des Zauberers hatte ein wahrhaft feuriges Gemüt. Kein Wunder, dass alle drei Kinder mit Feuerbällen umgehen konnten. Und so war es ein Segen, als sie Amadeus allein ließen und er ein kleines Schläfchen machen konnte. Doch er schlief zu lang und als er erwachte, war es zu spät, um noch Schildkröten zu sehen. Ich bin zu spät. Viel zu spät. Ich weiß nicht, ob das Wrack hier so familienfreundlich ist. Ich könnte die Klippe hochklettern. Dann hätte ich einen besseren Blick auf den Strand. Vielleicht sehe ich dann die Schildkröten und Margaret und die Kinder.